zusammen, JG Bonsai mit einem neuen Video und zwar Tipps und Tricks. Heute möchte ich das Thema, wo soll ich mein Bonsai aufstellen? Das ist das Thema bei Tipps und Tricks von heute. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dass eure Bäumchen alle in Sicherheit sind, weil es hat ja recht Windböen und ich habe zumindest mal allen ein bisschen in Sicherheit getan, damit es nichts drauf fällt oder zumindest nicht runterfällt etc. Heute habe ich nichts dabei, ich habe nichts zum zeigen, die sind alle in Sicherheit, von dem her, also ja, ich denke, ich komme ein bisschen näher und erzähle vor allem Tipps über den Standort, wo soll ich mein Bonsai aufstellen. Die meisten Leute kaufen ein Bäumchen in einem Markt, kommen mit dem nach Hause und die Frage ist dann, oh, wo soll ich ihn hinstellen? Und ich möchte hier ein paar wichtige Tipps geben, damit ihr entscheiden könnt, wo soll ich ihn hinstellen. Damit ihr versteht, ich probiere ja immer mit meinen Videos der Sinn zu erklären und nicht, ich kann euch nicht sagen, stellt ihn dorthin oder so, weil es ist immer ein bisschen auch von den Gegebenheiten vor Ort hat das eine Rolle und von dem her wird ich nicht sagen können, stellt ihn dorthin oder dort. Aber ich kann sagen, auf was man drauf achten muss. Und wenn man das dann weiß, dann kann man natürlich entscheiden, wo man ihn hinstellen soll. Anfang wegen dem Standort ist sicher ein wichtiger Punkt, ist natürlich dieses, ich sage jetzt mal, diese Indoor-Outdoor-Geschichte. Und es ist ganz einfach, vielen Orten, wenn man etwas sucht, in Bonsai etc., kann man diese Kategorie sehen, Outdoor, Indoor. Aber es ist so, dass diese Indoor-Bäumchen, das sind alles subtropische oder tropische Bäumchen, und die wir dann ins Zimmer reinnehmen oder Zimmerbonsai, hört man auch viel, etc. Und das sind einfach alles subtropische. Also ist das sicher schon mal maßgebend, was ist es für ein Bäumchen, damit ich entscheiden kann, wo muss ich ihn hinstellen. Man muss halt einfach wissen, dass man, wenn man solche Bäume hat, dass man die im Winter halt einfach Schutz bieten muss. Weil ansonsten wird es sehr schwierig mit unserem Wetterverhältnis. Aber auch diese Bäumchen, auch diese Indoor-Bäumchen, sage ich jetzt mal, es ist wichtig, dass man die im Winter reinnimmt, aber dann auch wieder im Sommer rausstellt. Es ist nicht die Idee, auch diese subtropische Bäumchen, ist nicht die Idee, die im Wohnzimmer zu haben, das ganze Jahr. Auch die Fikus nicht zum Beispiel, die sollten raus. Das Problem ist ganz einfach, früher oder später wird es auch beim Fikus Probleme geben. Auch wenn man ihn am guten Platz hat, drin, am Fenster, nicht auf der Heizung etc. Auch wenn das alles stimmt, früher oder später wird der Baum Probleme haben, wenn er nur drinnen lebt. Und dieses Problem, das hat mit dem Schutz, wo ein Baum aufbaut, wenn er den Verhältnissen draußen gestellt ist. Und zwar Wind, Hitze, Kälte, Regen, alles das verursacht dem Baum einen Schutzmechanismus und macht, dass er die Borke draußen dicker wird und dementsprechend auch einen besseren Schutz hat. Hingegen, wenn er dem im Zimmer nie Wind, nie, dann bleibt es, bleibt so wie schwach und mit der Zeit wird das Probleme geben. Wenn man jetzt einen Fikus nimmt, der nur drinnen kultiviert wurde, sage ich jetzt mal, wirklich nur im Zimmer, und man den draußen hinstellt und man ihm zeigt, was eigentlich das Sommer ist und was das Frühling ist draußen und etc., man wird es sofort den Unterschied merken von dieser Pflanze. Man kann kein Foto machen, wie es jetzt ist, die Zimmerkultivierung, und man nimmt sie raus und nach ein paar, ich würde schon sagen, nach einem Jahr merkt man schon einen Unterschied. Die Pflanze geht viel besser, sie ist gesünder, die Blätter sind stärker, ist einfach so. Und darum, früher oder später, sollte eigentlich jeder Baum sollte immer raus. Immer. Also, sobald dann kalt wird, kommt er wieder rein und sonst geht er wieder raus. Das ist der Vorteil, wenn man natürlich heimische Bäume hat. Wenn man heimische Bäume hat, dann muss man diese Probleme mit dem Winter, hat man schon auch. Es ist nicht so, dass man es nicht hat. Warum? Aber das ist nicht wegen der Art und wegen der Sorte, sondern das ist das Problem vom Topf dann. Weil die Pflanze in einem Topf ist. Oder das Bäumchen in einem Topf ist. Und
das ist das Problem. Nicht die Sorte. Hingegen bei Ficus oder eben bei Azalee oder bei Liguster, alle die Ulme, es bringt nichts aufzuzählen, aber ja, das ist, da muss man immer etwas unternehmen. Und darum ist es schon besser, wenn man heimische nimmt. Logischerweise zum Beispiel ein Ficus in Südspanien zum Beispiel, wo es 40, 45 Grad ist. Da ist ein Ficus natürlich, der bleibt draußen und der bleibt bei Ihnen draußen. Das heißt, nur bei sehr kalten Tagen müssen Sie etwas unternehmen, so wie wir es mit unseren Bäumchen machen hier. Aber sonst, bei denen, die sind immer draußen, die ganz in Südspanien, da müssen Sie sie nicht reinnehmen. Und logischerweise in den tropischen Ländern sind sie auch draußen, sind es keine Indoor-Bäume. Und darum, es ist halt ein Film zum Abschätzen. Dafür zum Beispiel in Südspanien, wo es 40, 45, 50 Grad wird zum Teil, Sevilla etc., die haben natürlich riesige Probleme, wenn sie ein Palmatum haben dort. Dann wird es für ihnen sehr schwierig, dass sie die Blätter nicht verbrennen etc. Da müssen sie riesen Aufwand treiben, damit sie so etwas kultivieren können, ohne dass sich die Blätter verbrennen. Und das sind halt einfach, wenn man das machen möchte, muss man einfach diese Konsequenzen mitnehmen. Und auf dieses Mehraufwand treiben ist es eigentlich die Art und Sorte von Bäumchen. Was ist es für eine Sorte, was ist es für eine Art? Das gibt eigentlich der Standort vor. Wirklich, das gibt der Standort vor. Ich sage jetzt nicht, was, welche Bäumchen, welche Temperatur etc. Das könnt ihr selber nachschauen. Aber ich würde sicher empfehlen, dass ihr mal schaut, was habe ich für Bäumchen, was sind das für, welche Sorten sind es. Und dann kann man mal sicher nachschauen und in Wikipedia oder so nachschauen, welche Temperaturen mögen diese Bäumchen, was ist die maximale Temperatur, was ist die minimale Temperatur von den Bäumchen. Das muss man kennen, damit man ein bisschen den Platz besser bestimmen kann. Und auch weiß, wann sollte man ihn reinnehmen oder eben nicht reinnehmen. Also das zuerst mal als erster Punkt sicher für den Standort definieren. Wenn es dann darum geht, draußen einen zu definieren, dann ist es wichtig, natürlich einen Sonnenplatz. Es ist ganz einfach, ein Baum braucht so viel Sonne wie nur möglich, damit die Blätter die Photosynthese machen kann. Und für das funktioniert, braucht es so viel Licht wie nur möglich. Logischerweise so viel Licht, wie es von der Temperatur eben aushalten kann. Das heißt, ein Palmatum sollte natürlich dann nicht am heißesten Sommertag, am Mittagszeit dann noch so um 2 oder so um 3 Uhr voll an der Sonne sein. Weil bei so einem heißen Tag dann verbrennen sich die Blätter. Und das muss man in dem Sinn wissen, was es braucht. Aber man muss eigentlich das Maximum von Sonnenlicht der Pflanze geben. Weil nur so können sie am besten die Photosynthese machen und nur so bauen sie das genügende Energie auf, damit sie das dann auch den Wurzeln schicken können. Kleine Blätter oder man defoliert zum Teil die Bäume, weil man ja kleinere Blätter machen möchte. Das hat sicher eine Wirkung, das stimmt auch. Also es ist nicht so, dass es nicht stimmt. Aber noch wichtiger für die kleinen Blätter ist es eben das Verhältnis zwischen Licht, Wasser und Sauerstoff im Topf, dass dieses Verhältnis stimmt. Wenn das stimmt, passiert dann auch diese kleinen Blätter. Weil umso mehr Blätter der Baum hat, umso mehr grüne Fläche gibt es, wo Photosynthese machen kann. Dementsprechend braucht es nicht mehr so große Blätter. Natürlich ein Baum mit wenig Blätter braucht größere Blätter, logischerweise, damit genügend Photosynthese gemacht werden kann, damit genügend Energie runtergeschickt werden kann. Wenn ein Baum voller Blätter ist, dann wird natürlich die kleiner werden, diese Blätter, wenn man sie an die Sonne stellt.
weil sie genügend Blätter hat, um die Energie aufzubauen. Und dann braucht sie nicht riesige Blätter. Es ist aber eben wichtig, dass man sie an die Sonne stellt, dass sie am Maximum am Licht bekommen, weil wenn ein Baum Lichtmanko hat, dann fängt er die Internoden länger zu machen und automatisch auch größere Blätter, weil er sucht A nach mehr Licht und B muss er mehr Fläche haben, weil dementsprechend die Sonne zu knapp wird. Also macht er dann diese Blätter größer, damit die Fläche größer wird und so mehr Energie aufgebaut werden kann. Also dieses Verhältnis ist, was eigentlich die kleinen Blätter steuert. Und darum ist der Standort von Bäumchen so wichtig. Das heißt, jetzt nennen wir mal ein Palmatum bei mir. Ich habe den Palmatum vom April, sage ich jetzt mal, von ab dem Moment, wo Wintersaison fertig ist, bekommt er seinen Platz und dann ist er eigentlich an seinem Standort bis etwa Juli, August. Dann schaue ich einfach, dass der Palmatum zum Beispiel Morgensonne bekommt und an den heißesten Tagen, am Mittagszeit, dass er dort im Schatten ist und dass er vielleicht wieder Abendsonne bekommt. Wenn ich so einen Standort bei mir habe, wo ich das bieten kann, den Palmatum, dann gebe ich dem Palmatum so einen Standort. Das ist das Beste für den Sommer. Hingegen bis zum Juli versuche ich ihn so aufzustellen, dass er das Maximum an Sonne bekommt, weil die Temperaturen noch nicht so hoch sind, damit es irgendein Problem gibt für die Blätter und darum kann er so viel Sonne haben, wie er kann. Um ein Beispiel. Und das generiert den Standort. Auf das muss man schauen. Es ist auch wichtig, dass man eben schaut, was habe ich oder welche Möglichkeiten habe ich jetzt. Sind wir in einem Haus oder gibt es ein Haus, wo ich Fläche habe, wo ich eben Auswahl kann, wo stelle ich es auf? Oder habe ich nur einen Balkon, wo ich natürlich diese bestimmte Fläche habe und diese bestimmte Ausrichtung habe und dementsprechend das Beste daraus machen muss. Solche Sachen muss man halt einfach einschätzen selber. Und wenn man jetzt nur so eine Fläche hat, dann muss man sich halt helfen mit Schutz, in dem Sinn Sonnenschutz. Es gibt dieses Sonnenschutznetz, wo 50% wegnimmt, dass man so etwas aufstellt auf einer Seite und dass man dort dann diese Bäumchen hinstellt, die empfindlicher sind mit diesem Sonnenschutz. Oder man hat vielleicht eine größere Pflanze, einen größeren Baum, der das nicht ein Problem ist, die Sonne, und dann kann man andere dahinter stellen über diese Zeit. Das sind so Ideen, die man dann halt suchen muss, wenn man die Möglichkeit nicht anders hat. Ich war heute im Einkaufen, in einem großen Einkaufszentrum, habe ich etwas Cooles gesehen, wo ich gedacht habe, oh komm, das kann ich brauchen, weil dann kann ich wieder meine schönen Zeichnungen machen, aber ein bisschen auf die einfachere Art. Und was habe ich gesehen? Ich zeige euch jetzt. Ein Mini-Whiteboard habe ich gesehen. Von dem her perfekt. So kann ich zeichnen und wieder putzen und alles okay. Von dem her super Sache. Ich möchte gerne kurz dieses Whiteboard mit euch einweihen. Und zwar geht es jetzt eben um den Standort. Und ich möchte jetzt nur kurz etwas erklären, wie ich zum Beispiel jetzt nicht mehr, weil ich logischerweise meine Erfahrung jetzt schon habe über meinen Garten und über meine Möglichkeiten, aber wie ich zum Beispiel einem Kunde definieren würde, wo er sein Bonsai aufstellen würde. Okay, wenn es jetzt um die Definition geht, wo stelle ich mein Bonsai auf, dann ist das sicher wichtig zu wissen, wenn jetzt das mein Haus ist zum Beispiel, blöd gesagt, wenn das mein Haus ist, wo ist Norden, wo ist Süden, wo ist Westen und wo ist Osten. Das ist das Wichtigste. Wenn man das nicht weiß, am Kompass schauen, damit man weiß, wo sind die Himmelsrichtungen. Wenn man jetzt zum Beispiel, um ein Beispiel zu sagen, jetzt hätten wir hier, das wäre das Haus, jetzt hätten wir hier Norden, ich zeichne jetzt wirklich so ein Süden, Osten und Westen, dann wäre natürlich zu sagen, okay, im Osten geht die Sonne hoch, im Westen geht sie runter.
Und im Sommer macht sie diesen Bogen hier. Und im Winter macht sie einfach viel der Flächerbogen. Aber gleich, aber viel flächer so. Und darum ist es natürlich weniger heiß und die Tage werden kürzer, logischerweise. Aber der Bogen macht sie immer so. Das heißt jetzt natürlich wäre die Vorderseite vom Haus, logischerweise, wäre jetzt in diesem Fall die bessere Seite, die Seite, die für uns, für unsere Bäumchen am besten wäre. Sicher nicht die Rückseite, weil die Rückseite wäre dann gegen Norden und die Rückseite hätte fast nie Licht oder wenig Sonne. Also wäre das schon mal wichtig zu wissen, dass hier die Sonne hochkommt und hier geht sie runter. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel bin, dass es hier in diesem Abschnitt, hier etwa, wenn sie da ist, hier am heißesten ist für meine Bäumchen. Und dementsprechend kann ich dann in meinem Garten schauen, okay, ich stelle sie vorne auf und ich weiß, die Sonne kommt hier hoch und hier geht sie runter. Ich weiß, wo, dass sie etwa in der Mittagszeit steht etc. Und dementsprechend kann ich eben dann schauen, dass die Bäumchen, die empfindlicher sind, am Mittagszeit sicher nicht an der prallenden Sonne sind, sondern dass die dann im Schatten sind. Und das kann ich dann machen, entweder durch diesen Schutz, wo ich vorhin gesagt habe, durch natürlichen Schutz, durch andere Bäume oder durch einen Sonnenschutz, wo zum Beispiel 50% absenkt. Solche Sachen muss ich halt dann berücksichtigen, damit die richtige Bäumchen am richtigen Ort stellen kann. Bäumchen, die den ganzen Tag an der Sonne sind, das ist gut. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir, ist es so, dass ich, wenn das mein Haus ist, dann habe ich auf dieser Seite hier, hier habe ich noch so einen Tisch und hier habe ich dann zum Teil die Palmatums auch drauf, vor allem die Jüngeren, weil dann ist es eigentlich, bekommen sie nur etwa, sage ich jetzt mal, Abendsonne. So ab 16 Uhr, sage ich jetzt mal, bekommen sie dann etwa Sonne. Und so schaue ich dann, wie ich es aufstelle. Hingegen solche, die zum Teil die ganze Zeit an der Sonne sein können, die habe ich zum Teil hier aufgestellt. Und solche, die zum Teil Morgensonne brauchen und dann lieber keine Sonne mehr, die habe ich dann auf dieser Seite aufgestellt. Zum Beispiel, dann bekommen sie die Sonne und wenn es dann hier rüber geht, bekommen sie eigentlich durch einen Sonnenschutz, den ich hier montiert habe, bekommen sie dann eigentlich Schatten. Und auf solche Sachen muss man halt ein bisschen schauen, um den Standort zu definieren. Wenn es im Standort dann in der Wohnung geht, wo ich ja eigentlich sage, für den Winter, nur für den Winter, dann muss man natürlich schauen, dass man einen hellen Platz hat, dass es ein Fensterplatz ist, dass sie genug Licht bekommt. Man muss schauen, dass sie nicht ob der Heizung ist und vielleicht auch nicht in der Nähe vom Klimagerät. Das heißt, wenn man irgendwo ein Klimagerät hat, das ist auch, das geht so schnell und das geht nur Tage her. Also, und dann verliert sie die Blätter und dann geht sie schlecht und am Schluss stirbt sie. Definitiv, also Klimagerät und Heizungen sind definitiv etwas, was das Bäumchen umbringt. Und darum muss man halt schon schauen, wo man es hinstellt. Nicht einfach an das Fenster, wo die Heizung drunter liegt. Da muss man ein anderes Fensterplatz suchen oder andere Lichter. Ich zum Beispiel empfehle, ich habe wirklich gute Erfahrungen gemacht mit Pflanzenlampen. Ich empfehle euch sonst Pflanzenlampen zu nehmen, dann müsst ihr nicht ans Fenster mit der Pflanzenlampe. Ihr müsst einfach die geeignete Pflanzenlampe nehmen und dann könnt ihr die auch neu mit hinstellen, anschließen mit einem Timer. Und einfach nur genau gleiche Zeit einstellen wie der Tagesablauf, das heißt wie das Tageslicht. Einfach genau gleich eingestellt. Und das ist eine super Lösung für die Überwinterung, geht genial. Für Bäumchen, die einfach zu Zimmertemperaturen sein können, ist das eine gute Lösung. Ich habe dann auch eine Lampe in der Garage für Bäumchen, die lieber wie die Azalee zum Beispiel, die Azalee, wäre nicht gut in der Wohnung zu halten bei 20, 18 Grad, das wäre zu heiß. Die Azalee sollte unter 10 Grad sein, aber nicht
im Gefrierpunkt. Also von dem her, die Azalee bei 5, 6, 7 Grad ist das perfekt für die Azalee. Und die stelle ich zum Beispiel in der Garage auf. Also die Azalee kommen bei mir über Winterung in die Garage mit einer Pflanzenlampe. Perfekt. Geht super, denen geht es prima, ich habe nun Probleme, ich habe nun Stress. Logischerweise kommt ein bisschen eine teure Stromrechnung, wenn die Lampe natürlich jeden Tag leuchtet, aber am Schluss und Ganzen stimmt es für meine Bäumchen und dann stimmt es auch für mich. Von dem her wirklich wichtig, dass man die Bäumchen nicht in der Wohnung lässt die ganze Zeit. Auch nicht im Sommer sollen sie raus, sie sollen das der Wind spüren, sie sollen den Regen spüren, sie sollen das alles spüren, was ein Baum eigentlich draußen immer spürt, weil das stärkt sie, das macht sie resistenter und das macht auch eine dickere Borke. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn das da hier der Baum wäre, sage ich jetzt mal, dann gibt es, das ist jetzt ein bisschen schlecht gezeichnet, dann, wenn das der Baum wäre, dann gibt es zwischen dem Kern, sage ich jetzt mal, und der Rinde, wo wir eigentlich sehen, oder die Borke, die wir sehen, sind es eigentlich, jetzt muss ich selber überlegen, sind es eigentlich 4 Schichten. Also es sind 4 Schichten hier. So, das heißt, wenn dieser Baum drinnen ist, die ganze Zeit immer drinnen ist, dann braucht es diese, dann braucht es diese Schicht hier, dann braucht es dort keine Verstärkung. Es luftet nicht, es regnet nicht, es ist nicht heiß, es ist nicht kalt, sie hat immer die gleiche Temperatur, sie ist immer stabil, wenn es windet, muss sie kein Gegenwehr, am Schluss im Ganzen, blöd gesagt, hat sie wie Lückenmuskeln. Wie bei uns, jemand, der halt nicht Sport macht, der hat keine Muskeln, und jemand, der wirklich Sport macht, der hat Muskeln, der ist resistenter. Das ist beim Baum das Gleiche. Wenn er draußen ist, baut er hier eine dickere Borke auf, dementsprechend ein besseres Abwehrsystem, und dem Baum geht es einfach besser, weil er dann stärker ist. Und darum muss einfach jeder Baum raus. Über den Sommer, von April, Mai, April, dort je nach Temperaturen. Also bei mir mache ich so, dass bei mir kommen sie so raus, die Temperatur zwischen drinnen und draußen etwa gleich ist. Ab dem Moment versuche ich sie dann rauszunehmen. Und ich schaue natürlich auch die Nachttemperatur an. Also nicht, dass die Nachttemperatur gleich ist wie jetzt drinnen. Dass die Nachttemperatur nicht so tief runtergeht, dass es dem Baum noch etwas macht. Und dass es etwa durch den Tag draußen etwa um die gleiche Temperatur ist wie jetzt im Wohnzimmer. Weil das ist dann der kleinste Schock für die Pflanze. Und das Gleiche, wenn ich sie reinnehmen muss. September, sage ich jetzt mal so, September, Oktober, beginnt die Temperatur draußen etwa so zu sein wie im Wohnzimmer. Und so nehme ich sie dann rein. Und sonntags versuche ich so, dass der Schock, sage ich jetzt mal, am kleinsten ist. Das ein bisschen zum Standort, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dieser Standort, das Standort mit dem Gießen zusammen, das in der Balance zu halten, damit die Photosynthese gemacht werden kann, damit unten das Verhältnis stimmt. Diese Balance muss stimmen, das generiert, das hilft, das befördert, dass man dann einen besseren, kleineren Blätteraufbau haben. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen eine Sicht geben, auf was das wichtig ist, was man schauen muss auf dem Standort. Ich denke, es gibt noch andere dann wichtige Sachen, logisch, dass er nicht runterfallen kann, dass es nicht irgendwie, wenn man noch Tiere hat oder einen Hund hat, logischerweise, dass er nicht angeknabbert wird. Ich rede aus Erfahrung. Nicht angeknabbert wird oder rumgeworfen wird, etc., wenn er rumspringt. Einfach solche Sachen, das ist dann einfach noch logisch. Das müsst ihr dann entscheiden. Aber von der Naturseite her sind das sicher die wichtigsten Punkte, auf das man schauen muss, wo das man den Bonsai hinstellt.
Ich konnte euch ein bisschen helfen mit diesen Informationen. Vielen Dank an alle, die sich schon abonniert haben. Das macht mir jedes Mal eine mega Freude. Ich hoffe, wir wachsen weiter. Und danke vielmals an alle. Bleibt gesund. Schaut auf eure Bäumchen auf jetzt diese Tage mit Regen. Bei uns kann es sogar sein, dass es nochmal schneit in den nächsten Tagen. Von dem her, schaut ein bisschen auf die Bäumchen, auf den Status. Wenn ihr schon Bäumchen habt, wo jetzt die Blätter schon ein wenig rausgekommen sind, Fächer-Ahorn oder Ahorn zum Beispiel etc., dann müsst ihr ein bisschen jetzt aufpassen mit dem Frost, falls jetzt wirklich Frost kommt. Dann müsste man die schon ein bisschen in den Schutz nehmen. Sie sollten vielleicht jetzt nicht Frost bekommen, wenn die Blätter noch so frisch und jung sind. Das war alles von meiner Seite. JG Bonsai verabschiedet sich. Danke vielmals an alle. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.